Das Gesprächsthema in dieser Woche. Jetzt in Perspektiv. Die Altstadt von Jerusalem steht seit einer Welle palästinensischer Anschläge und Unruhen im Westjordanland unter strenger Bewachung. Das erneute Aufflammen der Gewalt erschüttert Israel. Eine Reportage von Russia 24. Die aktuelle Situation in Israel wird bereits Intifada der Messer genannt. Es gab viele Messerattacken auf Polizisten, auf Grenzsoldaten und normale Leute. Es gab viele Verletzte. Aber an diesem Morgen hören wir in Ostjerusalem in der Nähe des Dorfes Jabal Mukaba Schüsse. Terroristen griffen einen Bus an. Sie wollten die Insassen als Geisel nehmen. Die Terroristen, die den Bus angegriffen haben, kamen aus dem Dorf Jabal Mukaba, aus einem östlichen Viertel Jerusalems, das schon immer als unsicher galt. Sie waren mit Pistolen bewaffnet. Sie stoppten den Bus und als sich die Türen öffneten, stiegen sie ein und begannen zu schießen. Einer der Angreifer verletzte den Busfahrer mit einem Messer, der andere schoss sofort. Das Ganze dauerte 1,5 Minuten. Ich benutze immer diesen Bus, aber heute war ich ein bisschen zu spät und der Bus war schon weg. Plötzlich hielt er an. Der Fahrer stieg aus, ich bin mit ihm verwandt, er schrie Terroristen, Terroristen. Ich versteckte mich an der Haltestelle. Der Terrorist stieg wieder ein und schoss weiter. 2 Minuten später kam die Polizei. Sie setzten die Terroristen außer Gefecht. Einer wurde getötet und der zweite verletzt. Diese beiden Angreifer töteten 2 Personen und verletzten 15 weitere. Viele von ihnen sind in einem ernsten Zustand. Aktuell gibt es viele Notrufe bei der Jerusalemer Polizei. Bei einer weiteren Attacke hat ein Terrorist, der in einer großen Telekommunikationsfirma arbeitete, mit seinem Auto eine Bushaltestelle gerammt. Er stieg aus, er hatte ein Beil in der Hand und begann, die dort wartenden Menschen anzugreifen. Zum Glück war ein Zivilpolizist in der Nähe, der ihn niederschoss. Die umstehenden Menschen versuchten, ihn zu lynchen. Zur gleichen Zeit gab es 2 Attacken in der israelischen Stadt Ra'anana. Die Polizisten haben die Erlaubnis, ihre Waffen zu benutzen, wenn sie auf einen Verdächtigen treffen und der sie versucht anzugreifen. Unsere Polizeiarbeit ist sehr effektiv. Wir töten die Terroristen vor Ort. Jeder Terrorist, der ein Messer hat und versucht, einen Polizisten, einen Soldaten zu töten oder die öffentliche Ordnung stört, wird von uns sofort getötet. Das Video dieser Überwachungskamera ist von gestern. In der Nähe des Jerusalemer Damaskus-Tor sah die Polizei einen verdächtigen jungen Mann. Als sie ihn überprüfen wollten, zückte der Mann ein Messer und rammte es einem Polizisten in die Brust. Der Angegriffene trug eine kugelsichere Weste. Innerhalb einer Sekunde haben alle umstehenden Polizisten ihre Waffen gezückt und den jungen Mann vor Ort erschossen. Die Behörden haben 2000 Polizisten in die Stadt geschickt. Auch die Reservisten wurden mobilisiert, erstmals nicht bei der Armee, sondern bei der Polizei. Aber die Gewalt nimmt kein Ende. Einige palästinensische Organisationen haben diesen Tag zum Tag der Revolte ausgerufen und Proteste angekündigt. Mit diesen Protesten wollen wir unsere Religion und die Al-Aqsa-Moschee verteidigen, die Israelis uns nehmen wollen. Die Welle der Gewalt begann am 1. Oktober und nimmt kein Ende. Man spricht bereits von einer dritten Intifada, die vom Scheitern der Verhandlungen zwischen Palästinensern und Israelis provoziert wurde. Israel treibt den Siedlungsbau voran und ist gegen einen eigenen palästinensischen Staat. Gewalt, Misstrauen und Angst schüren das Feuer des Terrors, das bereits in allen palästinensischen Gebieten brennt. Сергей Пашков, Варвара Галемб, Александр Иванюк, Вести, Израиль. Während sich die Politiker beider Seiten gegenseitig für die Verschlechterung der Lage verantwortlich machen, steigt die Zahl der Todesopfer. Ein Bericht des spanischen Senders TVE.
Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas hat angesichts der Eskalation der Gewalt zur Ruhe gemahnt und die Palästinenser zu einem friedlichen Widerstand gegen die Besatzung aufgerufen. Über die Situation vor Ort berichtet unser Korrespondent Oskar Michallo. Ja, der Palästinenser-Präsident hat zwar die Gewalt nicht ausdrücklich verurteilt, aber mit diesen Worten versuchte er, sich von den jüngsten Attacken zu distanzieren. Er beschuldigte Israel, für die Verschlechterung der Lage verantwortlich zu sein und den Status quo von Jerusalem anzugreifen, der 1967 nach dem Sechstagekrieg festgelegt wurde. Er besagt, dass die Muslime auf dem Tempelberg und die Juden an der Klagemauer bitten dürfen. Die Palästinenser werfen der israelischen Regierung vor, immer mehr Juden zu erlauben, auf dem Tempelberg zu beten und somit ihre heiligen Stätten zu vereinnahmen. Der palästinensische Präsident hat die internationale Gemeinschaft um Unterstützung gebeten, um die heiligen Stätten und sein Volk zu schützen, die er als Opfer der israelischen Attacken sieht. Dazu gibt es immer wieder Gewaltausbrüche mit Dutzenden verletzt im Westjordanland und zwei neue Attacken in Jerusalem. Die Polizei hat den zentralen Busbahnhof in Jerusalem abgeriegelt, nachdem ein Palästinenser eine Israelin mit einem Messer attackierte. Der Angreifer wurde getötet. Die Polizei sucht Komplizen. Mehrere Mädchen liefen vorbei und schrien: Terroristen, Terroristen. Dann rannte ein arabischer Mann vorbei. Er wurde erschossen, erzählt dieser Mann. Tod den Arabern, schreien diese jungen Radikalen. Ein neuer Angriff, keine 24 Stunden, nachdem der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu Sondermaßnahmen verabschiedet hatte. Maßnahmen wie der Einsatz von Sicherheitsbeamten in öffentlichen Verkehrsmitteln, Kontrollen an den Ausgängen arabischer Viertel in Jerusalem oder die Beschlagnahme von Häusern der Angreifer. Der israelische Minister für Innere Sicherheit hat außerdem vorgeschlagen, die Leichen der Attentäter nicht herauszugeben, um zu verhindern, dass die Beerdigungen neuen Terrorismus hervorrufen. Und in den besetzten Gebieten gab es zahlreiche Auseinandersetzungen. In Bethlehem und Hebron waren sie besonders heftig. Junge, mit Messern bewaffnete Palästinenser, die sich ohne Anführer radikalisieren, die keinen Befehlen unterstehen. Sie folgen den sozialen Netzwerken und sind überzeugt davon, dass sie ihre heiligen Stätten schützen müssen. Eine Reportage des Schweizer Senders RTS. Israq war gerade 16 Jahre alt. Er studierte Mechanik und führte ein friedliches Leben in diesem Haus am Stadtrand von Ramallah. Vergangenen Samstag bewaffnete er sich mit einem Messer und versuchte, zwei orthodoxe Juden in Jerusalem zu ermorden. Er wurde von der Polizei erschossen. Er machte nie Probleme, er war ein ruhiger Junge. Ich habe ihn nie aufgefordert, solche Sachen zu machen. Aber jeden Tag sind Juden auf dem Vorplatz der Al-Aqsa-Moschee. Warum provozieren sie uns? Man sieht ja, was dann passiert. Ich wollte nicht, dass mein Sohn stirbt. Der Vater weint um seinen Sohn. Er versteht dessen Tat nicht. Aber für Israqs Freunde ist der Junge ein Held. Ich war überrascht, dass er so etwas Mutiges getan hat. Nur die wahren Helden sind dazu in der Lage. Er hat uns dazu ermuntert, mit ihm in die Moschee zu gehen und zu beten. Er hat uns Informationen darüber gegeben. Die ganze Zeit sprach er von der Al-Aqsa-Moschee. Er sagte, dort wäre das Herz des Kampfes des palästinensischen Volkes. Diese Jugend braucht keinen spirituellen Führer oder Anführer im Kampf. Sie schmiedet ihre Ideologie über die sozialen Netzwerke und Internetseiten. Sie folgt dem Konflikt minütlich und sieht Propaganda. Vielleicht hat Israq dieses sehr beliebte Video gesehen, in dem dazu aufgefordert wird, Juden zu erstechen. Den jungen Menschen sind die heiligen Stätten sehr wichtig. In ihren Augen werden diese Orte von den Juden bedroht. Sie sind bereit, sie mit allen Mitteln zu verteidigen. Israel zeigt sich ratlos gegenüber diesen jungen Menschen, die ohne charismatischen Führer oder Organisationen im Hintergrund handeln.